200 Metern. Rechts abbiegen. Wenn mein rechtes Ohr nicht mehr ausfallen würde, wäre es noch entspannter eigentlich. Wow. Die genetische Grip, um schnell zu fahren. Aber es ist nun mal das schnellste Auto. Das ist alles zusammengezählte. Rechts abbiegen. Ganz wild hier. Jedes Mal die Ansage, gell? Ganz verrückt. Mein schnellstes war einfach 185 oder so. In 100 Metern rechts abbiegen. Gute Nacht, bis später, Dead Eye. Schlaf schön. Danke, dass du so lange am Start warst. Okay, jetzt haben wir es geschafft. So, dann gucken wir mal. Nochmal. Okay. Hey, wie die Bäume zerhackt werden, hä? Klasse Scheiße. Kann ich nicht einfach geradeaus fahren hier? Passt das alles so? Was soll mich denn aufhalten, außer ein Stein oder sowas? Ach, hier fängt die Blitzerzone an. Genau. Jetzt komme ich da nicht durch. Ja, jetzt. Lol. Boah. Moment. Ich muss wieder so hin. Der Gruppenfortschritt nur so wie ich will, so viel ich habe, oder was? Hä? Ich verstehe das manchmal nicht.
Egal, ob du jetzt Hilfen an oder aus hast, manchmal ist es halt einfach komisch mit diesem. Aber gut, das Auto kann da nichts zu suchen eigentlich hier. Aber trotzdem ist das das Schnellste, was ich hier machen kann mit dem. Was meinst du? Hab doch gesagt, das wäre was für dich. Ah, so ein Pech. Hey, bald startet das nächste. Also nur, falls du es nochmal probieren willst. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. War ja nett, was auch immer ich da getan habe. Kann man sie nicht dahin Schatzkarte kaufen? Ja, genau. So, ich jetzt irgendeine Scheiße kaufe hier. Ich dachte, das ist irgendwie für Gold oder so, was ich hier krieg. Schatzkarte. Irgendwo rennt, weil die fahren. Irgendwas Cooles fahren hier. Gibt's hier nichts? Achso, 1000 weitere Auszeichnungspunkte ins nächste Kapitel. Okay, okay. Da, das ist neu. Bei nächster Gelegenheit wenden. Jo. Mach ich. Die Maus muss weg. In 400 Metern rechts abbiegen. Zwölf Kilometer. In 800 Metern rechts abbiegen. Boah. Deswegen, ich finde das Open World nett, aber ich will einfach zu den Rennen hin. Ich weiß nicht sicher, ob man alles Open World machen muss. Natürlich ist es offensichtlich, fast um in Autos zu fahren, aber... Also es ist halt schon offensichtlich, das Open World zu machen, aber... In 400 Metern links abbiegen. Ich möchte eigentlich nur zum Event. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres als Auto Open World, aber... Ich habe es mit dem Menü einfach früher besser gefühlt, mehr gefühlt irgendwie. Hat er den Grip immer gleich, egal auf Straße oder wo oder woanders? Scheiße, ich kann ja echt nichts wählen mit dem Controller. Ich kann ja gar nichts aussuchen mit dem Controller. Schauen wir mal, wie sich der fährt. Bei nächster Gelegenheit wenden. Steuer nicht der Beste oder was? Oh, ich muss hier rechts fahren. In 400 Metern links abbiegen. Das rechte Ohr jedes Mal hier. Also, einmal wieder ausfallen, das Headset. Hallo, rechtes Ohr. Aus, an, aus, an, aus, an, aus, an. War das eben nicht 20 Kilometer? Du hast dein Ziel erreicht. Testen wir mal. Also, ist es jetzt... Woher sehe ich, was für eine Art Strecke das ist? Warte mal. Horizon-Rundstrecke. Okay, das ist dann so ein heiß. Das ist Buggy-Ding? Okay, das ist normal. Aber ich glaube, es wird so einem schnellen Auto trotzdem ist auch schwer. Ich mach's mit dem. Dann. Ach
so ein Ende mal auf die Plätze fertig los. Gar nicht. Niemals. Ich kann mich doch an sowas nicht gewöhnen. Ich will mal außen zu fahren. Mal schauen, wie das so ist bei dem. Was anderes einfallen lassen hier für den Ton. Und das fällt immer rechts aus. Ich hock hier irgendwie im Bett, nur auf hier auf der linken Seite. Ist irgendwie so eine komische Störung. Keine Ahnung, ist das so ein Metallstück im Bett oder sowas? Das immer hier fällt mein rechtes Ohr kurz aus. Immer hier. Mich ein bisschen bewegt, dann ist wieder da teilweise, aber ich kann ja nicht immer darauf achten. Muss man denn hier gar nicht bremsen oder was? Hä? Wenn wir nicht nur leicht bremse, dann kommt der andere. Muss ich jetzt nur Gas loslassen oder was? Ich bremse doch vor der Kurve, was willst du machen? Bremse halt und dann denke ich halt ein, wenn ich jetzt die Kurve so eng genommen habe. Ist das echt verkehrt oder was? Ist eine Haarnadel oder was ist das hier? Ich schaue auch viel auf die Minimap, aber ich komme nicht zurecht. Ich muss halt nicht bremsen oder was? Jetzt. Jetzt nicht bremsen. Doch, ich habe jetzt gebremst. Ich muss ja bremsen, oder nicht? Total, also manchmal muss man gar nicht bremsen. Ich weiß aber nicht genau, wann. Komme ich so noch vorbei? Ich muss halt. Bremst er jetzt? Der bremst. Weiß ich auch. Ich muss sagen, ich komme mit der Steuerung noch nicht zurecht. Ich weiß nicht, irgendwie musst du manchmal einfach gar nicht bremsen. Also, es ist komplett arcade, dass du reinsliden kannst, aber. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich so ist oder nicht. Dass der Controller nicht geht, ist auch wild. Ja, schau, du kannst nicht auf Autos gehen. Wir springen immer um 5. Jetzt muss ich wieder die Maus nehmen oder die Tastatur. Keine Ahnung, was das soll. Na, macht ja nichts. Gelegenheit, Ende.
100 Metern. Links abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Na, dann testen wir das mal. Ja, ich hab schon das Auto, was ich wollte. Aber meine Augen haben schon Probleme, ne? Ich bin mir. Vollgas geben. Deswegen hat sie gemeint, du kannst das ganze Spiel mit dem einen Auto durchspielen, weil dem ist der Schwierigkeitsgrad, glaube ich, am einfachsten. Du nimmst das Auto und spielst das Spiel durch. Nur das eine. Mit der einigermaßen schaffst du das. Ich bin jetzt genauso weit wie vorher. Ich hänge halt hinter denen da hinterher. Schau mal hier, sogar hier an der Bande, ne? Komm ich vorbei, lol. Ganz wild. Vielleicht bremsen müssen, aber auch nicht so tragisch. Noch mal runtergeschaltet, aber gut. Nicht so wild hier einfach. Ausschluss lassen, die Bande mitnehmen und Vollgas geben. Ja, ich weiß nicht, ob ich es halten kann. Drücken schon wieder mehr auf die Pelle. Und der Blick nach hinten. Nervosität. Sehr geschaukelt, zu langsam gefahren, die Kurve. Ja, ich dachte mir, zu langsam gefahren, zu sehr geschaukelt. Also nochmal voll
All-In gehen, falls ich weiß nicht, wo das Ziel ist. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll. Nee, zu weit weg gedriftet. Jetzt will ich auch noch einen zweiten den Platz auch noch. Dritter geworden, oder? Zweiter, okay, knapp. Ja, schade. War halt doch so ein bisschen zu öde mit dem, keine Ahnung. Ist spannend. Abenteuer von Horizon und wir wollen dich dafür. Wir unterhalten uns später. Das Drehen der Augen muss da aufhören. Was ist denn dann eigentlich, wenn ich jetzt hier hingehe und nochmal das andere fahre? Bei nächster Gelegenheit. Ich glaube doch zwei verschiedene Strecken. Da durch, okay. Zerstörung wird hier gefeiert. Du hast dein Ziel erreicht. Das da. Oh, und dafür habe ich jetzt gar kein Auto. Geil, sowas mag ich. Kann ich mir das kaufen? Nur vorgegebene Sachen. Oh Gott, so ein Buggy. Krass. Aber ich darf schon wieder nicht klicken. Ne? Okay, der hat ganz vorne, der hat das einzige so dreiachsig oder was. Ist der nicht am stabilsten dann? Black and Blue. Ich weiß nicht. Monster sieht gut aus. Hä? Wie? Das sind jetzt Designs von irgendwelchen Spielern, glaube ich, wa? 50k. Wie? Was habe ich überhaupt? Ich weiß, was steht da? Mein Geld? Mein Gold? Also, was habe ich überhaupt? Egal. Einfach kaufen. Irgendwas werde ich schon haben. Ich glaube, es stand oben irgendwo. Guck mal. Gespannt. Ist einfach los. Ja. Voll. Oh Mann. Oh cool. Also mir kommt vor, dass bei mir die Steuerung um anders ist, weil den Computern ist es scheißegal. Die fahren halt einfach. Die fahren immer gleich Linie, egal was für Fahrzeug. Das fand ich jetzt gut, dass du das nur mit einer bestimmten Klasse fahren darfst. Das macht ja auch Sinn dann. Uiuiui. Mit umdrehen oder was? Wie jetzt? Alter, also. War da nicht eine Sprungschanze? Ja, auf jeden Fall. Profi Beste. Bin ich. Wenn ich das, was dann? Einmal Profi, immer Profi. Weißt du, wie ich mein? Komplett umdrehen jetzt hier, dieses ist Haarnadelkurve. Wir machen hier mit Handbremse. Wow. Seh nix. Wie jetzt? Was war denn? Wo bin ich denn? Was zum Fick? Ich steck mal abfahren. Was macht denn die Balance jetzt hier? Alter, was zum. Was, wieso ist das da so ein Dino? Was spiele ich hier? Help!
Juhu! Vielleicht habe ich sogar eine Dingentzündung hier, so eine Scheiße. Wie heißt das? Augenbind. Wie heißt das? Augendingster, Entbindungszündung. Entbindung. Verdammt. Kann ich denken und fahren. Ja, nur dann drehen die Augen so. Vielleicht draußen gestanden habe zu lange. Ich muss ja schief springen, das Ding heißt ja der Container. Was ist das? The fuck? Also ich weiß nicht, also diese Strecke ist komisch. Um nicht zu sagen ganz wild. Also. Klasse! Mit Lob kannst du auf dem Festival positive Stimmung verbreiten. Jemand macht was dir gefällt? Schick der Person ein Lob! Wieso werde ich denn dauernd irgendwo disconnected? Verstehe ich nicht. Was soll ich mit dem Auto hier? Jetzt sind wir da noch gar nicht gefahren. Sind wir schon? Baby sind wir noch gar nicht gefahren. Guck mal, wie der ist. Wie heißt es nochmal mit diesem, wenn die Augen entzündet sind? Das glaube ich, habe ich das. Deswegen drehen sie dauernd. Ich glaube, es musste denn mal unbedingt was mit der Ding zu tun haben, mit der Spritze. Weil, die können, du musst doch mal aufhören zu drehen hier. Und wenn ich dann penne, dann bappen sie so komisch. Oder wie? Vielleicht kommt es ja noch. 400 Metern. Rechts abbiegen. Hey, hör mal auf mit links, rechts, ich höre nichts. Hey, hallo, es ist rechts wieder. Da an, okay. Rechts abbiegen. Oh. Verdammt, was habe ich getan? Hey, hallo, linkes Ohr. Ich kann mich halt nicht so hinlegen, wie ich will, weil immer. Das kann nicht sein. Es gibt immer so einen toten Punkt hier. War hier noch jemand da? Oder fahre ich hier für mich alleine? 400 Meter links ab. Ey, hör mal auf mit dem rechten Ohr. Ausfallen, einfallen, was? Ich drücke schon, dass das Kennzeichen nicht mittig ist, aber es ging halt nicht am Anfang. Du hast dein Ziel erreicht. Oasis, Querfeldein. Also Querfeldein klingt halt doch eher wieder nach unserem normalen Bronco hier. Was geht? Was treibst du noch? War heute schon. Mittwoch, Donnerstag, Samstag. 18, 19 Uhr bis 23, 24 Uhr.
davor und danach alles Mögliche. Und bei dir? Ja, freut mich. Wie geht's deiner Band? Alles fit? Wie querfällt ein auf der Scheiße. Seh nix. Diese Checkpoints hier. Ich habe gerade das Spiel gestartet. Wie, du warst in U-Haft? The fuck? Was hast du getan? So, ich muss da lang. Okay, okay. Ja, aber war es berechtigt? Wenn du dich jetzt strafbar machst, der sagt nichts. Aber ging es gut aus für dich oder wie auch immer? Oh je. Wärst du doch lieber bei WoW geblieben. Dann wäre das nicht passiert. Stimmt's? Wenn du weiter wie mit mir brav WoW gezockt hättest, wäre es nicht passiert. Und ich suche seit Wochen einen Priester, finde keinen. Bei uns hat sich auch bei der Gilde fast alles wieder aufgelöst. Ganz, ganz neue Konstellationen. Ich habe von 12 bis 14 Stunden, ich habe von November bis September fast 12 bis 14 Stunden täglich über Wege gezockt. 7 Tage. Dann 5 Tage. Und jetzt auch 3 Tage. Weil einfach es nicht mehr tragbar war, das Ganze. Ich habe mich so aufgeregt. Immer wieder weg, kommen, gehen wie im Hauptbahnhof. Ich habe mich so aufgeregt. Ja! Scheiße, ich hab nicht aufgepasst hier. Ja, du musst da kaum was aufholen. Also ich zocke jetzt nur noch 3 Tage. Mittwoch, Donnerstag, Samstag. 3 Mythisch-Tage fertig. Und wir können auch nicht immer rain, weil es nicht voll wird. Letzte Woche 6 Stunden auf Priester gewartet. Heute auch schon wieder ein paar Stunden. Ist momentan nur warten angesagt. Kaum spielen. Und immer wieder versuchen wir den vierten Boss auf Mythisch mit anderer Gruppe. Also überlegst dir gut, ob du anfängst. Es ist nicht mehr das, was es war. Überlegst dir gut. Also ich würde es eigentlich nicht unbedingt jemand empfehlen, der das so schön in Erinnerung hat. Ich freue mich, würde mich freuen, aber ich würde es nicht empfehlen. Also das, was ich die letzten 2 Monate mitgemacht habe, ist schlimmer als was ich in den 60 Jahren davor teilweise erlebt habe. Also so empfinde ich es gerade, weil ich gerade drin stecke. Ich log ein, versuche meine Raid zu machen, log wieder aus. Das war erst 5 Tage. Jetzt sind es nur noch 3 Tage. Wer weiß. Ich habe einen Mythisch Raid Mittwoch, Donnerstag. Und dann Mythisch Raid Samstag. Fertig. Mehr mache ich nicht mehr. Gar nichts. Keine Quest, nichts anderes, nichts mehr.
Ich muss sofort raus, sonst krieg ich das Kotzen manchmal. Du glaubst gar nicht, wie beschissen sich die Community verändert hat. Das glaubst du nicht, Matze. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Ich hatte Nervenzusammenbrüche und Enrages. Ich als entspannter Raid-Lead. Ich weiß nicht, ob ich mit dir nochmal machen soll. Das ist mir ein bisschen. Machen wir einfach mit einem anderen Auto. Ich war wütend, war enttäuscht und hatte krasse Sachen durchgemacht hier. Aber ist egal. Ich entferne mich immer wieder weiter. Das Spiel ist geil, ist super, aber die Spieler sind einfach, keine Ahnung, sind nicht so toll, was soll ich sagen. Und jetzt ist immer wieder ein Gen. Du glaubst gar nicht, wie viele es verlassen haben. Keine Ahnung. Sogar vor HC-Clear oder sowas. Und schau mal, was für ein Riesenprojekt ich habe. Haley hat gesagt, wir sind bereit zum Erweitern. Triff mich in Molehe. Ich hab das eigentlich immer an. Mach mal Ausrufezeichen Uptime. Mach mal Ausrufezeichen Uptime, wenn du Bock hast. Wo bin ich denn eigentlich hier gelandet? Ich wollte woanders hin. Das hier? Nee, wo war ich denn eben eigentlich? Wo, welches Rennen war ich denn gerade? Hier? Getüftelt haben. Wie aufregend. Bin bald da, Rami. In 100 Metern rechts abbiegen. Ich spiele momentan viel Elion. Das ist ein cooles MMO. Ich habe mich nach 16 Jahren an ein anderes MMO rangetan als WoW. Aber ich brauche halt WoW für die Raids noch. Und das Geile an dem anderen Spiel ist, du kannst Solo-Sachen machen. Solo-Dungeons. Es ist ein Action-MMO mit aktivem Kampfsystem. Super geil. Super geil. Macht eine Menge Spaß. Und du kannst Solo-Inis machen. Stell dir mal vor, das machst du M plus Solo. Und mir geht es aktuell gesundheitlich nicht so gut, deswegen liege ich halt hier im Bett. Meine Augen drehen die ganze Zeit und ich kann kaum was sehen auch. Das Auto fahr nicht so geil, aber ich wollte es mal zocken, weil es rausgekommen ist, die Tage. Keine Schnellreise dahin irgendwie? Gibt es keine Schnellreise dahin? Kann ich auf den Filter ändern? Nee, oder? Na klar, drehe ich die Runden, ja. Aber meine Augen drehen. Wie heißt das nochmal, wenn man so eine Augenentzündung hat? Wie heißt das nochmal? Wenn man da so die ganze Zeit drehen ist und dann, wenn man pennt, dann bappt es so zusammen. Das mit dem Bappen ist noch nicht, aber es dreht halt die ganze Zeit. Mach das und Matze, schön, dass du wieder da bist. Kuss. Und ich hoffe, es ist wirklich alles gut und U-Haft 7 Wochen. Ganz wilde Geschichte. Vielleicht irgendwann werde ich sie erfahren. Und gib mal trotzdem, bevor du gehst, Ausrufezeichen Uptime ein. Oder mach du mal das Chaos, Mausi. Dann sieht Matze, was ich hier mache für ein Projekt, falls er noch dann da ist. Bindehautentzündung, ja. Ja. Genau. Und das stimmt. Jeden Tag 24/7. Schlafen, essen, duschen, scheißen, kochen. Immer da. Immer dabei. Immer dabei. Und ich glaube, ich habe so eine Bindehautentzündung, schätze ich mal. Ich glaube einfach, weil es draußen einfach so windig war und kalt. Schätze ich mal.
Und windig, 2 Grad. Naja. Halbe Stunde draußen gestanden. Ging ja nicht anders, ging ja nicht anders. War da für den Käfig da, musste ja mal da stehen. So mit dem, also am leichtesten ist wirklich mit dem Ford. Weil mit allen anderen Autos ist es einfach schwerer. Keine Ahnung. Vom Schwierigkeitsgrad her. Da fahren die anderen wie auf Schienen manchmal. Mit dem ist es auch nicht schlecht. Muss aber doch schon ganz schön schwitzen hier. Es wird nicht viel anders ablaufen als heute hier, Mausi. Also, es ist Donnerstag eigentlich Beteiligung noch schlechter. Mittwoch ist eigentlich der Highlight-Tag von den 2 Tagen. Donnerstag ist noch schlechter. Samstag ist halt. Ist doch dann noch die eigentlich. Ja, dauert halt noch bis man hier soweit ist. Ich habe ja nicht mal Splitterboni. Ja, das brauchst du auf jeden Fall. Sinclair wird dir ja schon helfen. Der soll mit dir NAC gehen für den Bonus und langsam den Bonus auf HC erweitern. Ich kann dir leider nicht so helfen. Ich habe schon vielen einzelnen Personen geholfen im Laufe des Raids oder im Laufe des Add-ons und die sind halt alle nicht mehr da. Fast alle Personen, die nicht überhaupt irgendwas gemacht haben, sind einfach nicht mehr da. Also wenn du hunderten von Personen geholfen hast, hier dies, das und sind nicht mehr da, ist mir auch egal. Da muss man sich schon selber helfen. Ja, muss halt trotzdem irgendwie die Leistung bringen, ne? Halber Heal. Schwierig. Aber bis Sylvanas alles möglich. Wähle das nächste Kapitel von die Abenteuer von Horizon aus. Soll ich das machen? Da? Abenteuer von Horizon. Diese Funktion sind derzeit gesperrt. Spielen Sie weiter, um sie freizuschalten. Neues Kapitel von Horizon. Es klingt zwar immer alles erst frustriert und sowas, aber es ist einfach die XP, die ich gemacht habe. Ich kann halt einfach nur von meiner XP treffen. Treff dich mit Rami im Haus von Moleger oder was ist das? Ich muss eigentlich schiffen hin. Ich habe eigentlich keinen Bock, irgendwie pennen zu gehen, nur weil meine beschissenen Augen dauernd drehen. Aber manchmal ist das sehr schwierig, was zu sehen. Hier, oder? War das nicht hier irgendwie? Hier ist doch die Strecke von denen. Oder hier? Nee. Doch, hier ist doch ein Haus. Ach, man darf auch keine Route hinmachen, oder was? Okay. Ich kann sowieso generell keine Route machen. Warum denn nicht? Ach so, weil es einfach schon fix ist, oder was? Ach, es ist schon fix, was ich möchte. Deswegen. Wenn hat er wieder so aufs vorhin gemerkt, der Wächter hat so oft den Strahl übersehen, war alles zu hell. Was hast du denn gemacht? Links HC oder NAC oder was? Meinst, ich sag immer die Straße, sage ich immer. Casa Bella.
Es gibt da einen spanischen Spruch, den du vielleicht kennst. Aber es geht nicht nur um mein Haus ist dein Haus. Es geht um Zuhause und Familie. Oh Gott. Horizon und Mexiko sind Familie. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Jawohl. Achso, auf 9 Horde, okay. Das soll man gar nicht machen. Das soll man gar nicht machen. Also, das ist schon Verbrechen. Zwei Stunden sind im Steuer. Okay. Ich muss eh pinkeln. Wenn ich jetzt aufstehe, dann mal was anderes. Generell auf Non-Horde. Pfui. Du bist der richtige Doppler, gell? Der Spion hier. Sehr gut. Wir sind bereit für die nächste Phase des Horizon-Abenteuers. Ach du Scheiße, was Ramiro ist das? Ramiro hat potenzielle neue Außenposten und neue freischaltbare Eventtypen markiert. Du hast die Wahl. Wo sollen wir zuerst hin? Ich will jetzt einfach Pause machen mit ihm. Ach du Scheiße. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Ich will nicht. Also. Wes, wir sind startbereit. Komm einfach schnell zu mir. Das wird toll. Bei nächster Gelegenheit wenden. Bei nächster Gelegenheit wenden. Geil, Mann. Einfach Pock. So, noch ein bisschen hoch der Puls, aber wir sind gleich mit dem entspannter hier. So. Ich habe jetzt mal andere In-Ears genommen, denn das andere fällt immer aus und ich hoffe, das geht funktioniert besser mit denen hier. Sieht zwar eigentlich ein bisschen komisch aus mit den ganzen Kabeln, aber egal. Oh, hab ich die jemand überfahren oder was? Nicht gesehen. Route neu berechnet. In 100 Metern rechts abbiegen. Ich glaube, du machst erstaunliche Fortschritte und hier wird alles festgehalten. Schau dir alles an und entscheide, was du als nächstes tun möchtest. Ich werde das Spiel noch ein bisschen leiser. Warte. Lass mich in die Settings reingehen. Audio. So, 70 vielleicht. Ja, müsste vielleicht besser passen. Ich kann mich auch ein bisschen rüber noch setzen zum Mikrofon, damit er mich lauter hört. Aber ja, so perfekt kann ich auch nicht immer liegen. Das ist ja hier Katastrophe. So, jetzt hat. Oh, ja, ja. Puh. So, erstmal müssen wir fahren, damit wir entspannen können. Aber es müsste passen am Rechner. Also auf der Konsole. Bei nächster Gelegenheit wenden. Aber mit Gags-Kennzeichen, so wollte ich ihn echt auch schon haben. Ich weiß gar nicht, wo es hingeht, aber. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo der und sie uns hin. Oder hin wollen, oder warum. Geht gut hier. Ja, passt doch. Und wenn ihr 60 Frames ist, doch gut. So, bis hier die Stress. Jetzt haben wir schon genug gestresst mit den ganzen Sachen, die mal laufen. In der Zeit wird's, Pupsi, ne? Am PC gespielt vor 2 Tagen. Aber die Performance ist auch nicht besser als bei der Konsole. Ich kann eh nur 60 Frames für sich machen, sonst ist das Bild-Tearing, von da ist es okay. Aber wo geht's eigentlich hin? Dahin geht's. Okay. Okay, fährt sich eigentlich gut so. Wie war das mit Autos? Wechseln? Das ist das Schnellste, was wir haben. Mit dem können wir die Rennen aber nicht fahren, das ist viel zu schwer. Also das ist total krass, Pupsi, wenn ich mit dem mit einem Rennen fahre, die fahren alle weg. Da fahre ich das gleiche Rennen im anderen Auto, habe ich voll die Chancen. Ist die Kamera eigentlich zu groß? Ich müsste, glaube ich, noch in Zukunft ein bisschen weg abschneiden, links, rechts, oder? Mal abschneiden, beste Liebe.
100 Metern. Rechts abbiegen. Also da, wo deine Maus liegt, ja. Hier. Wenn ich am PC zocke, schaut es halt dann so aus. Hier. Dann sieht man das noch gerade. Also da ist es eigentlich okay so, ne? Links meinst du, was ist denn links? Hier? So, nee. Ja, das ist rechts für mich. Aber wenn ich am PC zocke, ist es so. Dann ist es gerade noch so im Bild. Sieht man eigentlich die Augen oder so? Ich hatte es ja eigentlich so hingebastelt, dass man die Augen von mir sieht. Aber ich habe es gerade eben wieder kleiner gemacht. Ich hatte dann eigentlich näher rangezoomt und größer gemacht. Rechts abbiegen. Wuhu! Du kannst vergessen, dass die Kontrasteinstellungen bei dem Fernsehen ganz anders sind als beim PC. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ja, bitte, jawohl. Kann ich einfach gerade ausfahren oder was? Schau mal, da wo ich denke da. Guck mal an. Ja, was ist das jetzt hier? Oh. Ich glaube, so ist es gedacht hier. Rechts abbiegen. Ja, genau so fährt man Forza, aber... Ist halt so eine Sache, ne? In 400 Metern rechts abbiegen. Eigentlich musst du so fahren, schau. Rechts abbiegen. Und geschafft. Oh Gott. Das war eine Abkürzung, sag ich dir. Solo, Koop, Solo. Man hört dich ganz gut, ne? Finde ich gut. Und letztes Mal, als ich das Mikrofon so laut hatte, hat es irgendwie gebrummt oder so. Aber ich habe mich trotzdem noch ein bisschen nach links gehockt. Was ist das? Horizon Bravo Niner! Hier spricht Horizon Bravo Niner! Hörst ja, du over. Mich? Over. Over. Ja, und bleib dran! Amiro, bist du das? Wer sonst? Ich kenne genau die richtige Stelle für eine Festivalerweiterung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Weg führt allerdings durch tiefsten Dschungel. Vertraust du mir? Natürlich! Warum sollte ich dir nicht? Dann folge der Straße. Ich leite dich aus der Luft. Und bete, dass das Wetter hält. Kann es sein, dass der Himmel verstanden ist? Das fühlt sich so ein bisschen an wie Mario Kart, sag ich dir. Bedeutet Ort der Wege der Götter. Da bin ich richtig hier. Hier geht's nach links. Der Sturmgott scheint uns bemerkt zu haben. Bin der Sturm schon wieder? Da waren wir doch schon. Ich glaube, ich nachher so ein bisschen aufsetzen noch. Auf diesen Sturm zu steuern? Ein bisschen Regen ist kein Grund zur Sorge. Ich finde, ich verwechsel mit der Kamera so ein bisschen hin und her, weil ich finde es zu schade, wegen den ganzen Autos, dass man da nur von außen das sieht. Ist bei dir alles okay da oben? Schon geil, die Cockpits von den ganzen Autos. Ich glaube aber, das ist doch ein bisschen zu laut, oder? Kann es sein? Vielleicht doch nicht alles. Weißt du was? Lass uns nicht direkt in den Sturm reinfliegen. Ich glaube, so ist besser, oder? Ich gehe im Dschungel runter. Scheiße, ich schau immer nach rechts zum OBS, ob die Lautstärke passt. Wenn ich halt hier fahre. Bester Boden! Ramiro, alles okay? Ging mir nie besser. Jede unbeschadete Landung ist eine gute Landung. Neben mir ist eine Art überfluteter Tempel. Schick ein Leuchtsignal hoch. Hier war das schon länger niemand. Sogar die Ausgrabungen wurden aufgegeben. Eine Expedition in eine vergessene Stadt. Wiederentdeckt okay, von dir, Ramiro Luis Miranda. Die Strecke führt durch den Zaun. Ich schau mich mal um, ob ich irgendwo eine Signalstation aufstellen kann. Lass dich nicht bei deinen Lektionen mesoamerikanischer Geschichte stören.
Komm mich einfach abholen, wenn du soweit bist. Bis später, Pupsi. Nationale Auszeichnung. Findet einen Standort für die Forza-Radiosignalstation. Fotografiere die Jadestatue. Erreiche die Spitze der zentralen Ruine. Finde heraus, wo er nicht gelandet ist. Fotografiere die goldene Statue. Ach du Scheiße. Tun wir aber von außen fahren, ist angenehmer dann.